Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man mit Hilfe des Taschenrechners Aufgaben lösen kann, wo die Trefferwahrscheinlichkeit klein p gesucht ist. Bevor wir mit ein paar Übungsaufgaben loslegen, erstmal eine kleine Übersicht. Es gibt bei einer Binomialverteilung vier Größen, die diese Binomialverteilung ausmachen. Einmal n, das ist der Stichprobenumfang oder Kettenlänge, beziehungsweise vereinfacht gesagt die Anzahl der Versuche. Dann das klein p, das ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit für die jeweiligen Ereignis. K ist die Anzahl der Treffer und groß P ist die Gesamtwahrscheinlichkeit. In diesem Tutorial werden wir anhand der Beispielaufgaben den Fall betrachten, wo wir klein p suchen. Also, das Ganze sieht wie folgt aufgebaut. Wenn klein p oder die Trefferwahrscheinlichkeit gesucht ist, müssen natürlich n, k und groß p, also die Gesamtwahrscheinlichkeit, gegeben sein. Zu unserem ersten Beispiel. Äpfel können durch langes Lagern matschig werden. Wie groß dürfte der Anteil matschiger Äpfel höchstens sein, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter 50 Äpfel höchstens 5 matschige befinden, mindestens 90% betragen soll? Natürlich empfehle ich an dieser Stelle auf Pause zu drücken und in aller Ruhe ein-, zweimal die Aufgabenstellung zu lesen, sonst geht es eindeutig viel zu schnell. Gut, ich gehe davon aus, dass ihr das jetzt gemacht habt. Jetzt versuchen wir aus der Aufgabenstellung rauszufiltern, was für uns wichtig ist. Also, wie bereits erwähnt, haben wir die vier Größen n, klein p, k und groß p. Und die müssen wir jetzt aus dieser Aufgabenstellung filtern. Am Anfang steht da, wie groß dürfte der Anteil matschiger Äpfel höchstens sein. Das bedeutet mit diesen Formulierungen der Anteil, dass klein p gesucht ist. Dann verrät uns die Aufgabenstellung ein bisschen weiter, dass unter 50 Äpfel, das bedeutet, dass die Gesamtanzahl, also n ist 50, höchstens 5 matschige befinden müssen. Also höchstens 5 ist natürlich die Anzahl der Treffer, höchstens bedeutet kleiner gleich 5. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit am Ende soll mindestens, also größer gleich 90% bzw. 0,9. So, mit K und groß P können wir natürlich wieder über die Zufallsvariablen unser Lösungsansatz bilden. Das sieht dann wie folgt aus. Groß P, Klammer auf, x kleiner gleich 5. Und das Ganze soll mindestens 90% sein. In diesem Fall haben wir sogar ein bisschen Glück. Jeder Taschenrechner kennt diesen Befehl hier, kleiner gleich 5. Das bedeutet, es ist nicht mehr notwendig umzuformen. Wir können gleich nach der richtigen Trefferwahrscheinlichkeit in unserer Tabelle suchen. Also, abhängig von dem Taschenrechner bilden wir eine Tabelle. Und zwar, wir suchen klein p und so, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit über 90% liegt. Also, für die Casio-Taschenrechner ist dafür der Befehl Binomial-CD oder kumulierte Binomialverteilung zuständig, für die Texas-Taschenrechner Binomial-CDF. Durch ein bisschen rumprobieren, damit meine ich, es ist natürlich nicht sinnvoll, dass wir jetzt eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit suchen, also so viele matschige Äpfel wird es ja bei der Lieferung nicht geben. Fangen wir an und probieren erstmal mit 5% Trefferwahrscheinlichkeit. Also kurz gesagt, klein p kann hier 0,05 sein. Nachdem ich das in den Taschenrechner eingetippt habe, habe ich eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,9622 rausbekommen. Also kurz gesagt, wir sind über 90%, aber ein bisschen weiter weg von den 90%. Deshalb steigern wir uns ein bisschen. Und zwar die nächste Trefferwahrscheinlichkeit. 0,06, da hatte ich mit dem Taschenrechner 0,922, also wir nähern uns schon an die 90%. Und mit dem nächsten Versuch, mit 0,07 oder 7% Trefferwahrscheinlichkeit, habe ich bereits 0,865. Dieser Wert liegt schon bereits unter 90%, was unserer Aufgabenstellung widerspricht. Das bedeutet, die Trefferwahrscheinlichkeit, die wir gesucht haben, liegt bei 6%. Das ist der erste Wert, der über 90% liegt. Also, als Antwort, der Anteil am matschigen Äpfel dürfte
maximal sozusagen 6% betragen. Also maximal 6%. Damit wäre die Aufgabe schon fertig. Zu unserem zweiten Beispiel. Bei einem Spiel wird ein idealer Würfel verwendet, dessen Netzenabbildung dargestellt ist. Die Beschriftung des Würfels soll jetzt so geändert werden, dass man bei 12-maligen Werfen des Würfels mit mindestens 99% Wahrscheinlichkeit mindestens viermal die Augenzahl 3 erhält. Bestimmen Sie die minimale Anzahl der Seiten des Würfels, auf denen dann die Augenzahl 3 stehen muss. Natürlich bitte wieder auf Pause drücken, in aller Ruhe mehrmals die Aufgabenstellung durchlesen, damit das Ganze auch einen Sinn macht. Gut, ich gehe jetzt davon aus, das wurde erledigt. Jetzt versuchen wir uns wieder die vier Größen aus der Aufgabenstellung rauszuschreiben. Also, als erstes. N, P, K und Groß P rauslesen. Irgendwo hier mittendrin steht bei 12-maligen Werfen. Das bedeutet, das ist unser N. Dann mit mindestens 99% Wahrscheinlichkeit, das ist unser Groß P, die Gesamtwahrscheinlichkeit soll mindestens 0,99 betragen. Und mindestens viermal die Augenzahl 3 soll auftauchen, das ist natürlich die Anzahl der Treffer. K ist größer gleich 4. So, da sehen wir schon, P könnte gut gesucht sein. Und das können wir auch anhand der Fragestellung hier hinten erkennen. Bestimmen Sie die minimale Anzahl der Seiten des Würfels, auf dem man die Augenzahl 3 stehen muss. Dafür brauchen wir natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit für die 3. Deshalb auch hier der Hinweis, klein p ist gesucht. So, mit k und groß p bilden wir natürlich unser Lösungsansatz. Damit meine ich p von x größer gleich 4. Muss mindestens 0,99 sein. Und an dieser Stelle müssen wir leider noch ein bisschen umformen, weil der Taschenrechner das Befehl mindestens nicht kennt. Also, wie bereits bekannt, über das Gegnereignis kann man hier dann in höchstens umformen. Und natürlich das Ganze noch ein bisschen so rumschieben, dass p alleine auf einer Seite steht. Also, ich bringe zuerst die 1 rüber, dann habe ich minus px kleiner gleich 3, 1 größer gleich minus 0,01 und dann mal oder geteilt durch minus 1 haben wir p x kleiner gleich 3 und nicht vergessen, bei Durchmultiplizieren oder Teilen mit einer negativen Zahl dreht sich das Ungleichzeichen um, also aus der Größe gleich wird hier ein kleiner gleich und dann habe ich hier 0,01. Gut, wir sind an dieser Stelle so weit, dass wir das wieder mit dem Taschenrechner bearbeiten können. Also, wir bilden wieder diese Übersichtstabelle. Klein p suchen wir und unser Ansatz lautet, die Gesamtwahrscheinlichkeit für höchstens 3 Treffer muss höchstens 0,01 sein. Okay, also, wir sind wieder an der Stelle, wo wir ein bisschen rätseln können, was die Trefferwahrscheinlichkeit sein kann. Also, spontan würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit 50%, 0,5. Tippen das Ganze in Taschenrechner. In diesem Fall habe ich rausbekommen 0,073. Okay, ist keine große Wahrscheinlichkeit, aber wir sind trotzdem noch weit über diese 1%, was wir hinten haben. Deshalb können wir uns ein bisschen steigern. Als nächstes 60%. Da bin ich schon bei 0,0152, also wir nähern uns diesen 1%. Und zwar, wir sind relativ nah dran, deshalb jetzt in kleineren Schritten, also 0,61 vielleicht zuerst, dann haben wir an dieser Stelle 0,0126, also immer noch über 1%. Nächster Versuch ist 0,62, da sind wir bei 0,01044, also sehr nah dran, aber wir wollen immer noch unter oder bei höchstens 1% sein. Deshalb wird es höchstwahrscheinlich die 0,63, also die 63% werden es sein. Und an dieser Stelle habe ich dann 0,085 rausbekommen. Also, die erste Trefferwahrscheinlichkeit, die unter 1% liegt, ist hier bei 0,63. Das bedeutet, 63% der
Würfelflächen müssen mit der Augenzahl 3 belegt sein. Das hilft uns dabei, die Gesamtanzahl der Flächen auszukriegen. Wir rechnen dann einfach mal diese 63% mal die Gesamtanzahl der Flächen. Das ist natürlich 6. Und dann komme ich auf 3,78 Flächen. Das ist natürlich eine ungerade Zahl. Wir können wieder 3 oder 4 Flächen haben. Deshalb lautet unsere Antwort zu dieser Aufgabe, mindestens 4 Flächen müssen es sein, wo die Augenzahl 3 abgebildet ist, damit diese Aufgabenstellung erfüllt ist. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Als erstes, die grundsätzlichen Überlegungen gelten für alle Taschenrechner. Das bedeutet, unabhängig davon, ob ihr ein Texas oder ein Casio Taschenrechner habt, die Umformungen sind gleich, lediglich die Suche im Taschenrechner unterscheidet sich über die verschiedenen Befehle, die der Taschenrechner besitzt. Zweitens, vergiss nicht, das Wichtigste ist, die Aufgabenstellung zu verstehen. Deshalb nehmt euch Zeit, liest die Aufgabenstellung mehrmals, so ist es eigentlich auch gedacht. Sehr selten kann man beim ersten Mal schon alles erkennen, was gesucht und gegeben ist. Und dann werdet ihr auch bei dem Ansatz keinen Fehler machen. Und nicht zuletzt, wie bereits erwähnt, es gibt noch die anderen zwei Fälle, wo N oder K gesucht sind. In der gleichen Playlist wie in diesem Video werdet ihr auch die Tutorials zu den anderen zwei Fällen finden. Fürs Gesamtbild ist es nicht verkehrt, wenn man sie sich auch noch anschaut.